Hallo Welt! Ja, da sind wir wieder hier auf unserem Raumschiff. Und wir haben noch 3 Teile Schwefel an Bord zu beamen. Und dann geht es weiter, wie man sieht. Wir plündern das ganze Universum bzw. den ganzen Quadranten Alpha One. Da wird es bald keine Ressourcen mehr geben. Naja, wir sind ja ganz am Anfang noch. New materials have been refined. Resource beam complete. Und merkt ihr was? Merkt ihr was? Unsere Crew beschwert sich gar nicht mehr über die Sicherheit hier an Bord. Echt? Lager voll? Storage capacity at maximum. Material refining on hold. Na schön, ja. Access granted. Jetzt haben wir es geschafft. Passt nichts mehr rein. Das ist aber schade. Dann als letztes können wir eigentlich nur noch die Pflanze anpflanzen. Aber wir haben ja gar nichts mehr im Depot, sehe ich gerade. Also es kann sowieso nichts mehr raffiniert werden. Joa, okay, Uran. 7-mal Uran verstopft uns auch nur die Lager. Dann sollten wir vielleicht den Prozess beenden in der Raffinerie. Da sollte also gar nichts mehr raffiniert werden. Uranerz können wir später immer noch machen. Ja, erstmal genau, das stoppen wir und dann pflanzen wir noch ein Pflänzchen an. Ja, das ist gut. Warum seid ihr hier zu dritt? Ist das dann richtig so? Hier passen doch nur 2 rein. Was ist das denn? Oh, wir können hier gar nicht stoppen. Dann müssten wir die Leute eben entlassen. Estrada? Okay. Estrada? Los. Estrada? York 3, okay. Estrada, warum seid ihr denn 2-mal hier? Habt ihr euch geklont? Heimlich? Ja, so wird's sein. Ach, das ist eigentlich schön, dass jetzt 3 hier sind. Ich glaube, wir lassen das auch mal so. Ja, aber Uran können wir doch im Moment gar nichts mit anfangen. Ist vielleicht ein Händler in der Nähe? Ja, der ist ganz hier oben. Was machen wir denn jetzt? Ja, wie gesagt, Blümchen anpflanzen. Hier wird wohl alles. Ja, hier ist alles voll. Hier auch. Da können wir noch etwas anpflanzen. Ein Gludron! Processing. Oh, das war's dann aber auch.
Schatz. Ah, das war der Platz im Depot, der jetzt frei ist. Da müssen wir etwas Eisen zerstören, wie es mir scheint. Und das ist schade. Wir haben noch so viel Lithium eingesammelt und da haben wir jetzt echt schon alles verbraucht. Ja. Oder können wir vielleicht noch ein Lager bauen? Wir haben keine Energie mehr. Oh. Das braucht aber auch alles viel Energie hier, wie das aussieht. Ja, und jetzt Eisen zerstören oder wie machen wir das? Ach, das haben wir doch alles an Bord geholt extra. Dann verkaufen wir das lieber bei dem... Ach so, der Händler hat nichts für uns. Da geht's ja im Moment jetzt gar nicht weiter, wie ich das so sehe hier. KOH 10 haben wir also, oder? Jetzt haben wir schon 11. Ja, 11 haben wir. Die Crewkabinen sind allerdings voll. Da fehlen nur noch 5. Und dann könnten wir den Planeten besiedeln, den zweiten. Echt, müssen wir Eisen zerstören. Und dann fangen sie gleich an zu raffinieren. Schmeißen uns hier gleich zu mit Uran. Ah. Ja, aber sonst geht's nicht weiter scheinbar. Nein, nein, mit dem Händler, das bringt auch nichts. Beim letzten Mal hatte der Händler nichts Gutes dabei. Ach, noch einmal? Ah, okay. Dann brauchen wir nur noch 4. 4 Pflanzen nur noch. Ja, die können wir sowieso nirgends anpflanzen. Dann müssten wir allenfalls, ja, von O2 haben wir genug. Davon müssten wir ein paar zerstören und dann KOH-Pflanzen dort anpflanzen. Ja... Da müssen wir aber noch 2 Pflanzen finden und die sind alle in gefährlichen Gebieten. Da kommen wir, glaube ich, so gar nicht dran mit unseren schwachen Schilden. Beziehungsweise wir haben noch gar keine Schilde. Wo ist der Händler? Da oben. Und hier unten ist einer und hier ist auch nochmal einer. 4 Schemata hier. Von General Ballistics. Hier haben wir einen Händler von der Stahl Union. Der hat auch 3 Schemata. Das ist auch ganz gut. Aber bis wir da unten sind, das dauert ja ewig. Und dann ist der hier auch direkt neben den Framen. Sehr, sehr gefährlich. Was können wir denn überhaupt aus Gold gewinnen? Jetzt haben wir einen Teil Gold, haben wir jetzt da. Was machen wir? Was können wir denn daraus bauen überhaupt? Ah ja, okay. Beamstation haben wir schon. Traktorstrahl, Kupfer brauchen wir dafür. Aluminium hier.
für Zenpool und so weiter, naja. Ja, ich sehe schon. Gold brauchen wir hier für die guten Sachen. Dekontaminierung B und so. Raumfahrt haben wir noch nichts erforscht. Oh nein. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen Eisen zerstören, so leid es mir tut. Ich meine, Eisen finden wir ja zum Glück auch ziemlich viel hier. Dann schauen wir uns doch mal hier im Lager um. Schiffbauressourcen. Antriebressourcen? Uran, aha. Waffenressourcen, Schwefel und Salpeter, ja eigentlich Lithium auch. Haben wir aber nicht. Okay, Eisen. Ressource zerstören, ich hoffe nicht 32 Mal. Oh, dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Zum ersten Mal, dass wir Ressourcen zerstört haben. Naja. Auch Eisen können wir auch nur noch zum Handeln benutzen. Wir haben ja alle Module haben wir soweit gebaut. Kein Problem für euch, oder? Ja, sie beschweren sich auch gar nicht mehr über die Sicherheitsbedingungen hier an Bord. New materials have been refined. Processing. Gut, dann war's das. Hier haben wir alles geerntet, was geht. Salpeter, Aluminium, schon wieder Uran auch. Yari, HCE, ja, das verstopft New uns. Materials have been refined. Das verstopft uns auch nur die Lager. Lithium. Lithium wäre ja noch gut. Ah, okay, hier muss es hingehen. Hier haben wir Eisenschrott schon wieder. Ja, können wir auch wieder zerstören, oder? Vielleicht sollten wir Eisen dann doch zurücklassen für später. Also wenn wir vielleicht dann nochmal hier in diesen Quadranten kommen und es ist überhaupt nichts mehr da. Na, da werden wir uns über alles freuen. Aber wir können ja sowieso nichts mehr machen. Also wir können nichts mehr bauen im Moment. Lithiumerz und hier sind Fahne und so. Ja, die verstopfen uns auch wieder nur die Lager, die Depots. Dann gehen wir hier runter für Lithiumerz und eben den neuen Fundort. Ja, so machen wir das. New materials have been refined. Warning. Prepare for hyperdrive. Asteroiden haben wir hier um uns herum überall. Ja, wird schon schief gehen, oder? Nein, wir wollten ja runter. Wir wollten ja landen hier. Auf Parshok. Auf nach Parshok. Harvester Destiny. New materials have been refined. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Warning. Launch sequence activated. Kupfer wäre ja nicht schlecht und... Ja, Platin. Ja, das ist ja mal schön leicht zu finden hier. Accessing Archives. 20%.
40%. Ich hoffe, unsere Crew kommt klar. All phases complete. Oh, Flammenwerfer. Weapon added. Ein Klassiker von der Erde. Gut für größere Gruppen, kleinerer Feinde. Gleich unsere ganze Munition los. Wow, wo sind die beiden? Lifeform detected. Access granted. Ach, die sind doch noch da. Geheilt, sehr schön. Nichts, nichts für uns. Witzig. Zwei habt ihr noch. Ja, die Waffe hat durchaus was hier. Waffenproben, wie schön. Wenn wir uns Waffenproben bringen, wir müssen ja sowieso hier nochmal runter. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt was riskieren. Echt? Geschützt um 2. Hätte ich nicht gedacht. 3, 2, 1, 0. Ja, das gucken wir uns doch an. Hier bleiben wir, bis wir das voll haben. Geschützt um. Entschuldigung, geschützt um 2 hört sich richtig gut an. Ja, und dann haben wir alles an Schwefel verbraucht. Und die Lager sind voll. Naja, erstmal hoffe ich, dass noch was ins Depot reinpasst. Nanu, Parshock. Ja, haben wir gefunden. Hier ist noch auf Xerxamun. Da haben wir noch ein bisschen was zu erforschen. Und wie sieht's aus mit dem Depot? Ach, da passt noch ordentlich rein. Da brauchen wir uns um das Depot erstmal keine Gedanken zu machen. Sehr schön. Das Lager ist aber bald wieder voll. Das wird wieder ein bisschen kritisch nachher. New materials have been refined. Naja, Schwefel brauchen wir. Lithium brauchen wir für die Forschung wahrscheinlich dann auch. Aber Schwefel werden wir auch brauchen für die Forschung. Aber schön, dass die Depots einigermaßen leer gefegt sind. Zweimal Uranerz noch und dann war es das einmal, glaube ich, nur noch.
Ah, nein, doch noch ein bisschen was. Habt ihr? Habt ihr? New materials have been refined. Harvester destination set. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.